absolut jeder Level in der Höllenflut. Und die Besten der Besten haben innerhalb der ersten 8 Stunden schon einen Charakter auf Level 100 gehabt. Dennoch lassen viele Spieler Potenzial in der Heldheit liegen. Damit dir das nicht passiert und wie du am besten von der Höllenflut profitierst, erfährst du in diesem Video. Ich zeige euch genau, zu welchem Zeitpunkt ihr die Heldheit betreten müsst. Und als kleinen Exkurs erfährst du, welche saisonalen Boni wir als allererstes freischalten. Die Heldheit ist eine wechselnde Eventzone. Das bedeutet, sie ist für 55 Minuten verfügbar und verschwindet dann wieder. Allerdings taucht sie auch nach 5 Minuten wieder auf, allerdings an einem anderen Ort. Wenn ihr mit der Maus auf eurer Map hovert, seht ihr die verbleibende Zeit. In der Heldheit pumpt ihr Asche, zum Beispiel von Monstern aus Kisten oder sonstigen Gegenständen, teilweise auch von Events. In der Weltenstufe 1 und 2 könnt ihr damit Kisten öffnen, diese kosten immer 100 und enthalten Zufallsbeute. In der Welttierstufe 3 und 4 gibt es unterschiedliche Kisten, wie Waffen, Rüstung, Ringe und so weiter. Allerdings sind diese eher uninteressant. Wichtig ist die Stahlkiste. Diese kostet 275 Asche. Allerdings enthält auch, wie ihr Name schon sagt, einen Haufen Stahl. Diesen benötigen wir, um Bosse zu beschwören. Nicht verbrauchte Asche geht am Ende der aktuellen Höllenflut verloren. Wenn ihr sterbt, verliert ihr zudem die Hälfte eurer derzeitigen gesammelten Asche. Wenn dann plötzlich ein Haufen Monster auftauchen und die es auf euch abgesehen haben, dann ist euer Akkumulator höchstwahrscheinlich komplett aufgefüllt und leuchtet auch leicht auf. Der Akkumulator wird oben rechts neben eurer Asche angezeigt. Euer Akkumulator verringert sich kontrollierlich, sobald er voll ist. Allerdings spawnt in jedem Abschnitt eine Monsterwelle. Und am Ende erscheint ein Miniboss. Entreißt das Herz von diesem Miniboss, denn das werden wir noch brauchen. Der Akkumulator füllt sich immer, wenn ihr Monster in der Höllenflut besiegt und wird zurückgesetzt, sobald ihr sterbt. Anders als bei der Asche verliert ihr die Herzen nicht, weder bei eurem Tod und auch nicht, wenn die Höllenflut abklingt. Diese Herzen müssen wir unbedingt zum Bosspodest in der Höllenflut bringen. Diese ist gekennzeichnet durch das Boss-Symbol auf der Minimap. Durch das Platzieren von 3 Herzen beschwören wir Kelai, die Blutjungfer. Sie kommt allerdings nicht allein, sondern beschwört regelmäßig Monster und vor allen Dingen auch Elite-Gegner. Nehmt euch dabei von ihren Mechaniken acht. Diese werden euch in einem unachtsamen Moment das Leben aushauchen. Wenn ihr es geschafft habt, Kelai zu besiegen, erhaltet ihr jede Menge Beute. Diese erhöht sich allerdings enorm, wenn ihr vorher mindestens ein Herz selber platziert habt. Zudem erhaltet ihr den entweihten Gedankenkäfig von ihr, aber auch von anderen Minibossen. Eigentlich ist das nichts anderes als ein Gehirn. Dieses Gehirn könnt ihr konsumieren. Ja, ich weiß auch nicht, wieso ein normaler Mensch sowas tut, aber vertraut mir einfach. Sobald ihr es konsumiert habt, sind alle Gegner in der Höllenflut für 60 Minuten 10 Level stärker und lassen mehr Asche fallen. Solltet ihr sterben, verliert ihr den Buff allerdings. Wenn wir schon bei außergewöhnlichen Dingen sind, dann abonniert doch bitte jetzt meinen Kanal, um auch in Zukunft kein Video zu verpassen. Zudem hilft ihr mir dabei, mein Ziel von 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. 2 weitere Verbrauchsgegenstände sind die beiden neuen Tränke Elixier des Schwungs und Elixier des Bolzens. Beide erhöhen eure Erfahrung um ganze 6%. Elixier des Schwungs erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit immer, wenn ihr einen Gegner tötet, und Elixier des Bolzens verschießt Bolzen aus besiegten Monstern, ähnlich den Artillerieschrein. Die besten Zeitpunkte einer Höllenflut zu betreten sind zwischen Level 1 und 70. Um einfach schnellstmöglich zu leveln. Dabei natürlich immer auf der best- bzw. höchstmöglichen Weltenstufe. Startet auf keinen Fall mit Weltenstufe 1, sondern immer direkt mit Level 2, sonst gehen euch viele Erfahrungspunkte verloren. Das wirft euch Stunden zurück. Ab Level 35 geht's in die Weltenstufe 3 und ab Level 55 in die letzte Stufe. Solltet ihr kein Necro in der Season 4 spielen, dann lasst euch zur Not von einem helfen. Allerdings könntet ihr auch einfach
eure Härtungseffekte besser ausnutzen. Schaut dazu doch einfach mal in dem Video vorbei, was ich euch jetzt oben rechts in der Infobox verlinkt habe. Ab Stufe 70 könnt ihr erstmal die Höllenflut verlassen und euch auf andere Aktivitäten konzentrieren. Anschließend kehrt ihr auf Stufe 92 zurück, um alle Belohnungen der Eisenwölfe zu holen. Allerdings levelt vorher unbedingt alle nötigen Glyphen vorher auf mindestens Stufe 15. Der Grund, warum wir erst ab 92 zurückkehren, ist, dass dann auch die Gegner mindestens Stufe 100 sind und somit die maximale Gierstufe von 925 droppen können. Jetzt gibt es noch einen Bonustipp für alle, die es wirklich bis hierher geschafft haben. Und zwar seid nicht so doof wie ich und verrollt euer ganzes Gold für Attack Speed auf der Waffe. Dieser Stat wurde unangekündigt entfernt. Ihr könnt auf der Waffe keinen Attack Speed mehr haben. Auch wenn jeder Guide euch noch sagen wird, Attack Speed drauf zu rollen. Die ganzen Guides wurden halt auf der PTR-Basis erstellt. Stattdessen versucht lieber Intelligenz, direkter Schaden oder sonstiges drauf zu rollen. Auch Resource Cost Reduction wurde ordentlich genervt. Da ist der maximale Wert aktuell nur noch 14%. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Season Boni, die oft übersehen werden. Und damit meine ich nicht die Belohnung der Eisenwölfe, sondern der saisonalen Asche. Diese erhalten wir immer nach gewissen Meilensteinen im Battle Pass. Als allererstes müsst ihr eure Erfahrungspunkte erhöhen, um möglichst schnell Level 100 zu erreichen. Vergesst auch nicht die saisonale Reise, gebt euch ordentlich Bonus-Loot und sorgt für einen perfekten Start in die Season 4. Weitere wichtigen Tipps und Tricks erfahrt ihr wie üblich in meinem nächsten Video. Also abonniert jetzt meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Meiner Meinung nach ist der Necro derzeit viel zu stark. Ich finde, er sollte wieder genervt werden. Derzeit will Blizzard aber nach und nach alle anderen Klassen verstärken. Ich finde, das ist ein Fehler und es macht auf langzeitlicher Sicht das Spiel einfach zu einfach. Wie seht ihr das? Seid ihr Team Buffen oder Team Nerven? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal and don't forget, we are the Shadow.